Hallo Leute, grüß dich YouTube und herzlich willkommen zurück zu Risen. So, von dem Vasili haben wir uns verabschiedet. Wie gesagt, einen weiteren Hinweis haben wir. Wir sind nach wie vor auf der Suche nach den Kristallscheiben. Aber da ich schon mal hier im Westen bin, können wir uns eigentlich mal um Marvins Problem mit den Skeletten kümmern. Guck mal, die sind doch ganz easy, wenn man die, wenn die ein bisschen stillhalten. Guck mal, ob der, der Skelettkrieger, der hält bestimmt mehr aus. Ein bisschen. Mal gucken, ob wir da eventuell ein bisschen was Mana sparen können. Das wird gefährlich. Wenn wir nicht aufpassen. Aber es könnte mal. Es wird machbar. Jawohl, hier. Gar nicht mal schlecht eigentlich. Vorprüfung fürs Abi hat der Rianex morgen. Er hat da ein bisschen Bange vor. Und da schaut er doch tatsächlich nachts noch bei mir rein. Das freut mich aber. Dann, Rianex. Du schaffst das. Oh. Oh, verdammt. Genug Mana. Oh oh. Da ist dann natürlich das. Der Albtraum eines jeden Magiers. Ha! Alle platt gemacht, die Skelette hier auf einmal. Wie easy das war. So gehen, ob ich geeignet bin, um zugelassen zu werden. Okay. Was mache ich zurzeit? Ja, heftig mal lochen. Zwischendurch, wenn ich denn kann, streamen. Ich glaube, mittlerweile ist der Stream eher in so eine Übung ausgeartet, um zu gucken, dass ich überhaupt die Spiele, die ich versuche zu spielen, auch durchziehen kann. Weil, wie gesagt, jedes Mal, wenn ich hier überhaupt streamen bin, ist das auch genau der Zeitpunkt, wo ich dann auch nur Zeit habe, um an dem PC zu sitzen. Ja, aber ansonsten nach wie vor, ich suche mich nach, zusammen mit meiner Freundin. Ich habe Festanstellung mittlerweile. Hat sich geändert bei mir. Ansonsten suche ich mir mit meiner Freundin mittlerweile eine Wohnung zum Kaufen. Und ansonsten ein bisschen weiter im Stream ein Glück suchen. Und Spaß haben. So, da sind wir also. Okay, wahrscheinlich geht es da mit den nächsten Gemächern weiter von dieser Burg. Ich sehe mich erstmal hier ein bisschen. Ne, warte mal, hier hinten war noch was. Nee, Quatsch, gar nicht, da war nix. Ich dachte, da könnte ich. Ah, nee, Quatsch, der ganze Turm, da scheint eingebrochen zu sein. Ist aber schon cool, diese alte Ruine. Ich finde das auch cool, wie das hier so ein bisschen überwachsen ist, nicht wahr? Haben wir hier jedenfalls eine Truhe. Gucken wir mal, was wir da finden an Schätzen. Mana-Pflanze, immerhin. Können wir ein bisschen unseren Haushalt mitmachen. So, und da fallen wir am Ende runter. Lieber nicht. Hinten war aber noch eine Treppe. Oh, hier ist eine Tür. Ja, komm, dann gehen wir hier als erstes mal rein. Ohne den richtigen Schlüssel wird das nichts. Ah ja, probieren wir so viel zu dem Thema. Vielleicht schaffen wir es am Ende gar nicht. Vielleicht hätten wir zuerst zu der einen Burg im Norden gemusst. Wechsel nicht die Fadenfarbe. Was denn für eine Fadenfarbe? Hab ich gerade was ver... Ah ja! Ich wusste nicht, dass das Gemach... Schon besetzt ist, mein guter Herr. Oh, verdammt. Ulul! Guck mal, Hauptsache, der hat so kleine Totenschädel an seinen eigenen Gürtel. Oh, verdammt. Sogar noch daneben geschossen. Ganz bitter, ganz bitter. Ich weiß gar nicht recht, ob ich das letzte Mal schon gefragt habe, aber wohnst du noch? Ich wohne nach wie vor in den Niederlanden. Ich bin hier auch ziemlich glücklich. Ich denke, ich werde hier jetzt mit dem Job auf jeden Fall, den will ich behalten. Oh, da unten geht's aber. Da geht's aber gut weiter. Also will ich auf jeden Fall behalten. Ha! Shin Luema! Komm mir jetzt nicht schon wieder so. Mit diesen alten Kamellen. So, da habe ich genügend Skelette, um mich zu behaupten. Ist ja eben in einem Satzaufbau, war es nicht fertig und dann schon kommt der nächste. Ach so! Ja. Der Satz ist dann leider hin. Das war ein untoter Burgherr. Probieren wir den mal so. Oh, verdammt. Ah, oder einfach so. Nein! Hat geklappt und wir haben nicht mal unser ganzes Mana verbraucht. Guck mal, haben wir mal eben 4 Skelette platt gemacht, inklusive einem Burgherrn. Gucken, was die dabei hatten. Untoter Burgherr. Vasallenring trägt die Inschrift Pas. Patrosgron.
Da haben wir dann... Ah, 6 gibt's davon. Okay, schau mal, muss ich 6 davon finden. Gucken, was hier unten sonst noch gibt. Sieht wie ein altes... Grabgemäuer aus hier. Bin aber nicht ganz sicher. Besuchst du dann auch ab und zu den Coffeeshop? und dann haben wir noch einen Ghoul. Nee, tatsächlich besuche ich eigentlich selten. Ich habe das letzte Mal wirklich vor, als ich wirklich hier ankam in den Niederlanden, das erste Mal hatte ich einen Coffeeshop besucht. Weil ich muss ganz ehrlich zugeben, das Zeug, das bekommt mir nicht so sehr. Deswegen mache ich das nicht. Da habe ich dann früh nicht dann anderen Sünden lieber. Rianex. Hör mal, wie einfach das gerade geht. Das ist ja schon lächerlich. Aber was soll ich machen? Soll ich dann, Rezeptur! Was könnte das wohl sein? Soll ich das nicht machen? Für eine Rezeptur? Rezept... Ja, was soll das denn sein? Rezept für die Pfanne. Kochrezept, Fischsuppe. Leere Spruchrolle, Buch. Brief von Kapitän Stahl. Ach, das sollte ich vielleicht mal listen, lesen. Nee, keine Ahnung, was das für ein Rezept hier jetzt am Ende war. Ganz genau, Shinlo, so in der Richtung. Wer sagt's denn? Aber Rianex, du selber, gehst du öfters mal auf Reise in die Niederlande und besuchst dann diese, Etablissements, wenn man es so nennen will. Ja, ist auch absolut, kann ich verstehen, wenn Leute das machen, ne? Jedem das seine. Solange sich dann niemand dann an Steuer setzt. Speichert das Spiel automatisch? Ich frage mich dann immer, ob das daran liegt. Oh Mann! Da soll man wohl klettern auf einmal. Wisst ihr was? Hier komme ich wieder, wenn ich hier klettern soll. Ich weiß nämlich nicht, ob ich hier so einfach wieder hochkomme. Dann gehe ich mal lieber oben nochmal gucken, was es da so gibt. Ah, hier kam ich hier, genau. Oh, das knatscht hier aber schon ganz gut. Die Zeiten sind vorbei, in denen man bis 6 feiern war und 7 Uhr gut gegangen in die Schule. Hör mal, da brauche ich aber... wo wir gerade hier sind, wollen wir uns mal ein bisschen ausruhen, glaube ich. Schlafen wir mal bis zum Abend. So eine Ruine am Abend ist schon interessant, oder nicht? Ja, ich sag mal so. Kann gut sein, dass du schon ein bisschen was älter aussiehst. Da sind die dann, da machen die sich nicht so viele Sorgen hier in den Niederlanden, Rianex. Oh, verdammt. Was haben wir denn momentan für ein Pech dann manchmal bei den Skelettkriegern? Stabilen Ast. Na, wenigstens ist er stabil. Hat ihn aber dann auch nichts mehr gebracht, dem Skelett. Wer rüstet die Skelette eigentlich mit Waffen aus? Oder machen die das selbstständig? Reißen die sich einfach irgendwo einen Ast ab? Oder haben die dann einfach die Waffen dabei, die sie dabei hatten, als sie das letzte Mal, gelebt haben? Aber Shinlo, das sehe ich absolut ebenso. Ja, bei mir, ich kipp dann absolut um, wenn ich heute nochmal so feier. Gehen wir erstmal in den Turm hier rein. Wett? Der Bot hat die Nachricht gelöscht? Ich sehe da gerade gar nichts, dass der Bot eine Nachricht gelöscht hat. Von dir. Nee. Bin da nicht sicher, Blackwag. Simon sagt, muss ich erstmal in Amsterdam, war ich aber auch. Finde, von dem Rausch werde ich immer so Matsche im Kopf. Und das ist mir unangenehm, so nicht mehr alles unter Kontrolle zu haben. Habt ihr viel schlechter einschätzen, als man... Ach so, ein Pilz zu naschen, wirklich ein Pilz, ja, Pilze, die, das ist aber genauso, ne, die Effekte davon, die können aber auch krass sein. Immerhin haben wir einen Pokal. Nee, da scheint der Bot nichts gemacht zu haben, kannst du ihn aber schreiben. Okay, was haben wir hier, ein Kerzenleuchter, immerhin können wir ein bisschen unsere Geldbörse hier aufteilen, aber ich muss sagen,
Das ist einfach nur eine Schriftrolle, das ist ja keine Rune. Das wäre noch schöner. Ein Heiltrank, kleiner Smaragd, schwache magische Heilung. Was war das? Eine Halskette und Berserker-Schriftrolle. Immerhin, hier haben wir ein paar Schriftrollen gefunden. Ja, Simon, Shinlu, ich sehe das aber mit den Langzeitschäden wahrscheinlich auch so. Aber ich, wie gesagt, ich sehe, für mich persönlich ist es genauso wie beim Simon. Für mich ist das Gefühl einfach viel schneller, sagen wir, unangenehm einfach. Und ich kann es verstehen für andere Leute, die reagieren auf Alkohol da eher so. Wobei ich jetzt auch sagen muss, ich trinke absolut heute viel weniger Alkohol als noch vor 3 Jahren insofern. Das sind eigentlich auch andere Gründe bei mir. So, mittlerweile bin ich hier dann aber auch aus der Burg, mit der Burg fertig. Scheinbar. Dann gehen wir jetzt auch in den Abhang runter, würde ich sagen. Denkt dran, dass ich hier wohl, wahrscheinlich ganz im Norden müsste ich da, wahrscheinlich gibt es dann den nächsten Burgherrn. Gehen wir erstmal, klettern wir hier erstmal runter und gucken, was es da gibt. Bin mal gespannt, wo uns das hinführt. Ja, genau so ist das halt bei mir. Ich verfall dann eher in die Panik. Und vor allem das Problem ist, ich habe dann kein richtiges Gefühl für die Zeit mehr, wodurch ich in Panik gerate. Hatte ich diese Truhe hier eigentlich aufgemacht? Nee, hatte ich nicht. Guck mal. Ich depp. Gut, dass ich hier nochmal zurückkam. Rechts, links, rechts, rechts. Ah, das muss ja gleich sein, ich Idiot. Rechts. Schon wieder, mein Gott. Geschafft. Jetzt aber. Skelett beschwören. Nice. Bin ich ganz sicher, wofür ich das zu gebrauchen werde. Aber wahrscheinlich irgendwann mal, wenn ich einen Gegner habe, der mir mit dem magischen Geschoss zu nahe kommt. Es wird auf jeden Fall hilfreich sein. Also mittlerweile mit den Gegnern, mit dem magischen Geschoss geht das aber schon richtig krass voran. So, dann klettern wir hier mal runter, Leute. Bildung ist aber für die Folge gleich wieder erfüllt, ne? Nicht wahr? Finde ich auch. Haben wir direkt mal ein bisschen Aufklärung gemacht. Und zu verantwortungsvollen Konsum jedweder Substanzen geraten. Oh oh. Was zur Hölle? Oh oh. Ach nee. Glaube ich jetzt nicht. Das ist doch bekloppt hier. Verdammt nochmal. Das zählt es aber nicht als Fail. Rianex, danke auf jeden Fall, dass du vorbeigeschaut hast und ich wünsche dir ebenfalls für morgen alles Gute, viel Glück und ich wünsche dir vor allem schöne Weihnachten und schöne Feiertage. Wird bestimmt gut sein und auf jeden Fall, wir drücken dir die Daumen, Rianex. Bis zum nächsten Mal. Hau rein, ne? Dann wäre es aber auch so schön gewesen, ne? Simon trinkt auch selten Alkohol, dadurch komme ich aber auch billig davon. Ja, bei mir geht es dann aber auch so. Wodurch ich dann aber auch merke, mein Gott, ich trinke so selten. Was Rechtes kommt wieder, meinst du so? Guck mal, da kommt der Alex, macht der auch nochmal mit. Bei Pilzen ist die Gefahr auf Psychosen ungleich höher. Und zu vollständig, der Vollständigkeitshaber wollten wir es nochmal erwähnt haben hier. Ist ganz entspannt hier runterspringen. Ja, wenn das so ist, ich glaube dem Alex das. Ah, ah! Oh, oh, oh. Das hätte schief gehen können. Okay, dann springe ich jetzt mal hier lang. Ich weiß gar nicht, wo ich hier am Ende lande. Ob das am Ende überhaupt Sinn macht. Komme ich da eigentlich wieder hoch? Ich komme da bestimmt nicht wieder hoch. Ich sehe schon kommen. Macht das Sinn, da runter zu springen? Ach komm, wir werden es erfahren. Ja. Ein paar Goldmünzen. Das sind viele Goldmünzen aber auch, ne? 1152. Das waren noch einzelne. Das sind auch mehrere da gerade, oder nicht? Oh mein Gott, 20 Münzen! Das war's? Mehr nicht? Das kann doch nicht sein.
Okay, hier ist ein Nordstrand. Warte mal kurz. Ja. Ich wollte nur sicherstellen, dass das nicht der Strand ist. Weil das sah verdächtig ähnlich aus wie der Strand, an dem wir damals gelandet sind. Ah, ja. Nautilus. Die Meister im Kloster haben mir gesagt, dass eure Panzer sehr begehrt sind. Also, komm her! Hat die gerade Nautilus versucht abzuhauen ins Meer. Leider hat das nicht mehr geklappt für das Viech. Da geht die Sonne hier unter. Da der Küste. Ach, guck mal, schon noch ein Seegeierchen. Zack. Du da noch. Und du auch noch. Und du da. Und da haben wir nochmal zwei. Und du und da. Ein Rottwurm haben wir auch noch. Zu dir komme ich. Das ist Wahnsinn, ne? Hatte ich hier. Wir haben schon wieder längst ein Level gemacht in der Zwischenzeit, ne? Was wir hier mittlerweile an Schaden austeilen, das ist übel. Hatte ich hier was umgebracht? Warum laufe ich hier hin? Ah ja, den Seegeier. Ich wusste, dass ich da was vergessen habe. Ja, die One-Hits, die sind schon übel mittlerweile. Vor allem, ich fühle mich so, als ob ich... ich weiß nicht, mittlerweile nicht mal Mid-Game bin. Aber doch, muss ja. So, Rottwurm. Zwei Schüsse. Alles easy. Alles easy mittlerweile. Die Opfer, die wir auf uns genommen haben, haben sich alle gelohnt. Ja, das ist schon heftig. Ich meine, das Problem würde ich beschreiben dann, dass man als... wo komme ich hier eigentlich hin gleich? Gehst da irgendwo hoch, ne? Wahrscheinlich in diese nächste Burg oder so. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon Sinn macht, da hinzugehen. Ich werde... Ach, gehen wir einfach mal hin, ne? Wir hätten schon erfahren, was es da gibt. Ich denke, ein Problem ist ganz einfach, dass man als Magier in Gothic immer schon saustark wurde. Aber normalerweise hat man... Oh, Gewürzbeutel, geil. Hat man lange gebraucht, um da richtig schnell hinzukommen. Richtig schnell hinzukommen, so viel zum Thema der Tautologie. Das heißt, ich würde sagen, in Gothic 2 hat man schon so bis Kapitel 3 gebraucht oder Kapitel 4, bis man so richtig, richtig stark war. Ja, aber hier kann man das ganz schnell machen. Ach, und nochmal. Nochmal von vorne. Na, fast. Nein, verdammt. Na, also. Ja, das muss ja dann zweimal recht sein. Ach, guck mal, sogar noch einen Mana-Ring bekommen. Und eine Schwertspitze. Das Schwert Seelentrinker, was ist denn das für eine Quest? Aber, guck mal, da haben wir sogar schon noch einen Mana-Ring dazu bekommen. Da können wir den sogar gleich direkt tauschen. Gegen den Schleichenring. Den legen wir den nur noch an, wenn wir den brauchen. Perfekt! Nochmal zwei mehr. Deswegen denke ich, dass man eigentlich entweder zu den Banditen sollte oder direkt ins Kloster und die extra LP von den Banditen. Ohne die extra LP von den Banditen. Das wäre ja suboptimal. Ach, warte, hier liegt noch eine Muschel. Hätte ich fast vergessen. Bin gespannt, was ich da drin finde. Machen wir mal eine Fackel an. Damit wir hier im Unterholz... Eia! Auch richtig sehen. Und eins und zwei. Oh, lol. Da war ich dann zu voreilig. Ja, da hat mich dann der Übermut gepackt. Und nochmal von vorne. Na also. Aber wie gesagt, Chenlu, ich gönn mir mal was. Kleiner Diamant rum und Gold. Guck mal, da füllt sich langsam unser Goldvorrat wieder auf. Das finde ich angenehm. Wo kann man denn von da oben her? Guck mal kurz. Scheint so, als ob ich hier mal... Das gibt's doch nicht, dass ich die... Na, treffe ich den? Ja, guck mal. Wieder rechts die XP hochgehen. 10 Aim-Fails. Ja, wenn du das, gewissenhaft zählst, dann vertraue ich dir. Meine Sorge ist halt einfach, dass dann auch plötzlich mit der Zeit jeder 7. Fail-Aim oder jeder 6. Fail-Aim gezählt wird. Ja. Mach mal jeden 10. Fail-Aim von mir aus als Fail.
Weil das sind dann immer eine Menge Mana, die ich dann vergeigt habe. Warte mal, komme ich hier oben? LOL! Ich habe nicht mehr genug Mana. Oh. Da hat mich der Übermut dann gepackt. Oh oh. Jetzt haben sie mich vor allem in die Enge getrieben. Jawoll. Da hinten brennt da noch meine Fackel. Das ist aber richtig schön bewuchert hier. Ha! Zu geil. Krasses Gebiet hier gerade. Also richtig gutes Beispiel. Oh, verdammt. Wo man mitten in der Nacht... Nein! Zwei schwarze Wölfe. Eieieiei, da muss ich dann doch noch mal ein bisschen was trinken. So, dann gebe ich lieber das Mana aus, anstatt bevor ich hier anfange zu sterben. So, ich wollte eigentlich gerade gucken, wo es da oben lang geht. Wobei ich das Gefühl habe, dass man da oben... Das wird jetzt nicht so einfach sein. Nee. Ich wollte gerade sagen, das wird jetzt nicht so einfach sein, dass dann direkt hinter dem Wasserfall ein Weg lang führt oder so. Geheime Truhe steht. So, ich wollte gucken, das hier müsste doch eigentlich der Weg verdammt hoch sein zu der Burg wieder, oder? Ah, das glaube ich nicht. Jetzt wird es aber auch ein bisschen gefährlich, wenn ich jetzt nicht aufpasse. Wenn es vor allem nochmal ein schwarzer Wolf mir entgegenkommt. Oder? Oder wo ist das? Nee, das ist hier gar nicht. Was soll das? Ah, jetzt sehe ich das auf der Karte. Seht ihr das? Hier ist eine Felswand davor. Ja, das wird auch gerade düster, deswegen sieht man nichts. Da ist eine Felswand, das heißt, ich komme da oben gar nicht auf diesen Pfad, den man hier auf der Karte sieht, der dann da oben von dieser Burg rüberführt. Okay. Ja, das bedeutet dann, dass ich hier wirklich mitten in der Pampa rumstehe und muss mich dann da oben zu diesem Turm vorarbeiten, gucken, was ich da finden werde. Ja, ist schon ziemlich düster, ne? Jo, Hans Galdwin, wunderschönen guten Abend. Schön, dass du vorbeischaust. Wie geht's dir denn? Wir sind geistern durch das düstere Wäldchen hier in Risen rum. Die sind aber ziemlich mächtig, insofern machen wir uns keine Sorgen. Wie ergeht's dir denn momentan in der Weihnachtszeit? Ich hoffe, dass du schon ein bisschen in der Stimmung bist. Wo wir gerade bei dem Thema sind, wer von euch hatte denn schon Zeit, auf den Weihnachtsmarkt zu gehen? War das hier wirklich alles? In dieser Ecke? Scheinbar. War nur ein einzelner Geier da drin. Ein bisschen random. So eine kleine Bucht im Wald. Naja, wenigstens einzigartig, muss man schon sagen. Simon hat es schon auf den Weihnachtsmarkt geschafft. Klasse. Ich leider noch gar nicht. Ich hoffe... dass ich auf dem Weg in die Weihnachtsferien, dass ich dann auch hoffentlich eine Gelegenheit finde, irgendwo in Deutschland Pause zu machen und währenddessen mal ein bisschen Glühwein, Bratwurst, Reibekuchen und sowas zu naschen, ne? Lüli war mehr als Intus, das ist gut, Shinlu. Ach ja, genau, Blackwart, du hast neulich 50 Euro gefunden, ein bisschen random. Bisschen, gefunden. Hoffentlich hast du da auch gefragt, ob noch jemand anderes gehört hat, hoffentlich. Naja, hier wäre, glaube ich, fast runtergefallen. Ja, bei Nacht hier mitten... Au! Wo führt das denn hin? Ah, das ist ja cool. Oh, verdammt! Nicht. Oh. Nein! Wie schnell sind die Wölfe? Ah, oh.
Verdammt. Das ist das Problem, wenn man im Dunkeln rumläuft, ne? Hans Kalsen hat es auch schon geschafft. Sehr schön. Ah, hier war ich. FS-Eel. Bei der Menge würde jeder ja sagen, ne? Blackwag andererseits, da hast du eigentlich schon recht. Wisst ihr was? Trinke ich jetzt einfach mal hier einen ordentlichen Schluck von dem Mana-Trank. Ich weiß ja jetzt, was kommt. Guck mal, jetzt steht der sogar schon da. War da nicht noch ein zweiter? Oh, oder ist da auch noch ein dritter? Nee, scheinbar nicht. Weil dann hätte das Mana schon wieder knapp werden können. Jetzt pass auf, jetzt kommt da auf einmal der dritte an. Hammer, Alter. Heldenkrone. Ah, das brauche ich doch, glaube ich, auch für die Mana-Tränke, oder nicht? Wäre das geil. Und nochmal von vorne. Wäre das gut. Geschafft. Das wäre richtig spitze. Ring der Verstohlen. Guck mal. Den habe ich leider schon. Da sollte ich mich eigentlich mehr drüber freuen, aber gut. Ich habe ihn ja schon. Was soll ich da machen? Weiter geht das hier. Ich hoffe, dass mich da oben keine großen Abenteuer erwarten. Ich meine, großen Abenteuer mag ich immer. Aber ich wollte jetzt eigentlich nicht eine Nachtschicht einlegen. Ah! Ah, ich habe mich erschrocken. Muss mich ja gar nicht erschrecken. Ich frage mich, ob die da... 1, 2, 3, 4, 5! 5 Seegeier! Ah, 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 ah! So, gute alte Grafzahl. Das ist schon. Ich meine, gut, das sind Scavenger, ne? Ach, das hier ist dann. Das hier ist prinzipiell der Weg zurück zu der Burg, ja? Stimmt, ich bekam auch 50 Goldmünzen dafür. Das ist der Weg zurück zu der Burg. Den muss ich auf jeden Fall gehen, für den Fall, dass ich da eine interessante Kiste noch finden könnte. Ogerwurzel hier sogar gefunden. Ich glaube, die Ogerwurzel, die könnte ich doch eigentlich direkt so naschen, oder nicht? Weil ich werde doch keinen Stärketrank machen. Für Stärketränke muss man diese Heldenkronen verwenden. Das sind doch die, Kronstöckel von Risen. Intense Gameplay. Oh, tut mir leid, Shinlu. Was soll ich denn jetzt machen? Ah ja, das scheint tatsächlich eine weitere Burg zu sein. Wow. Vor allem mit so einem Gitter da drin. Das ist aber merkwürdig. Ja, ich werde da mal ein bisschen hier was an Mana trinken. Warnung, heilen und volltanken. Ach, guck mal, ich habe maximal Mana Lebensenergietrank irgendwo gefunden. Ah, wahrscheinlich da am Strand. Finde ich eigentlich lustig, dass Eier hier Erfahrungen bringen. Bringen die eigentlich nur Erfahrung oder auch Stärke? Och, guck mal, da kommen ein paar. Oh, hier gibt es vor allem ein Bett. Da hätte ich jetzt einfach pennen können. Ist doch lächerlich. Warum sollte ich mich eigentlich heilen? Oh, guck mal, noch ein Vasallenring. Warum sollte ich mich eigentlich heilen? Oh, da muss auf jeden Fall noch ein weiteres Rezept gewesen sein. Ach nee, ich habe Brathieringe gesammelt, deswegen. Die kommen ja gar nicht an mich ran. Bei der Minigun, die ich hier habe. Guck mal, da fliegen dem sogar die Waffen weg hier. Passt schon, der Kontrast von wir können bei jedem Gegner sterben zu wir killen also ist schon zu heavy. Also, ja, stimmt, nicht wenn wir viel mehr Mana haben. So, komm, wir sehen uns noch ein bisschen bei Nacht um. Weil es so spannend ist. Hans Kalsen, wir sind noch da, was zockst du denn so momentan? Oder was guckst du denn gerne momentan? Na, komm, steigen wir mal auf den Turm. Das Schloss ist zu schwierig für mich. Verdammt. Das Schloss ist zu schwierig für mich. Habe ich eine Schlösser öffnen? Yes! Aber lohnt es sich?
Ich bin hier mitten am Ende der Welt, ne? Ist eigentlich so mitten am Ende der Welt. Wenn ich am Ende der Welt bin, dann bin ich, wie bin ich denn in der Mitte vom Ende der Welt? Gut, ich denke zu sehr über diese Redewendung nach. Ich meine, eigentlich ist die Redewendung, ich bin mitten am A der Welt, aber ich wollte da ein bisschen nicht verfreundlicher halten. Jetzt überlege ich, ob ich das Schloss aufmachen soll. Das Argument ist halt einfach, ich bin sau weit weg von der Zivilisation, um nochmal hier hinzukommen. Ist die Fackel kaputt ausgegangen. Genug Mana. Verdammt! Das wäre es gewesen, wenn ich jetzt mich nicht geheilt hätte. Ja, nochmal das gute alte Schwert auspacken. Ja, muss ich aber ein bisschen aufpassen. Jetzt wird es nochmal spannend, Leute. Irgendwann muss man auch seine Muckis mal ein bisschen. Ja, richtig nochmal trainieren, so. Bevor mir hier der Faden nochmal verloren geht, wie eben der Blackwag richtig angemerkt hatte. Ja, jetzt kriegst du aber drauf. So, Ende im Gelände. Leckere Panzergrille getötet. Aber Schlösser öffnen ist, glaube ich, Rang 3, oder nicht? Siegel 3. Wo bin ich denn hier jetzt? Was soll das denn? Ist das der Weg zurück schon wieder? Wett zur Hölle? Wett? Ist doch ein anderer Weg, oder nicht? Ist das der obere Weg? Ja, ich bin... Das muss da unten der andere Weg gewesen sein. Hä? Jetzt verstehe ich aber gar nichts mehr. Oder ist das hier der obere Weg? Wartet mal kurz. Wisst ihr was? Ich werde mich mal da oben kurz schlafen legen. Wahrscheinlich das Schloss wirklich öffnen, weil ich hier mitten... ja, in der Pampa stehe. Hm. Wenigstens ist hier ein Bett. Machen wir mal bis zum nächsten Morgen, ne? Man gönnt sich ja kaum Ruhe mitten in der Nacht. Alle Wege führen von irgendwoher weg. Oder so. Hi, Gordon Menlos. Schön, dass du vorbeischaust. Ah, ist schon geil, die Weitsicht, dass man da hinten das andere, die andere Burg sieht. Wie geht's dir, Gordon Menlos? Also warte, wir kommen von da hinten an. Nee, dann können wir nicht von da oben gekommen sein. Dann habe ich mich... Nee, natürlich nicht. Ich sage natürlich nicht. Ich gehe einfach mal in das, was dann nach unten zu führen schien. Da bin ich mal gespannt, was ich mal... Nicht wahr? Der Gorner kommt noch zu guter alten Stunde vorbei. Was haben wir denn hier drin? Ein Amulett! Was ich gar nicht mal so super finde. Magischer Schutz, eine Rune aber. Hey, das könnte mir sogar gut helfen im Nahkampf. Benötige Siegel 2. Das heißt, da muss ich die nicht mal herstellen, nicht wahr? Das ist schon ziemlich cool. Immerhin. Nicht schlecht. Vorweihnachtlich Glühwein betankt. Hör mal, da nimmst du mir schon eine Frage vorweg, die ich hier alle anderen Leute gefragt habe. Und zwar, ob du es auf den Weihnachtsmarkt geschafft hast oder ob du in der Weihnachtsstimmung bist. Ich nehme einfach mal an, du bist wenigstens in der Weihnachtsstimmung. Freut mich für dich. Ich habe noch gar keinen Glühwein getrunken, noch keine, wie heißt das, muss das hier oben weiter zurückführen, oder nicht? Ja. Dann gehe ich da gleich lang. Ich gehe mal erstmal da unten lang. Noch gar keine, wie heißt das, Printen gegessen. Aber ich arbeite dran. Noch 2 Arbeitstage jedenfalls und dann bin ich, Ach, so läuft das. Guck mal, ich hab mich groß gedacht, wo das lang führen könnte, Mensch. Also ich arbeite noch dran, noch 2 Arbeitstage und dann geht's ab in die Weihnachtsferien. Ich hab, die Saison für die einen oder anderen mitgetrunken. Ich wünschte, ich find's dann direkt... Das ist ein bisschen blöd, wie komme ich denn da rein hier? Ach, warte mal, kann ich mich da als Nautilus Nee, da komme ich doch nicht durch das Nautilus. Da steht aber gerade ein Nautilus. Muss irgendwo ein Schalter sein, oder nicht? Ist da bestimmt irgendwo ein Schalter. Vielleicht ist das Bett hier ein Schalter. Ich muss das hochklappen. Potzblitz, jetzt stehe ich vor einem verschlossenen Gitter. Hm.
bin aber auch mal auf, wünsche euch einen schönen Feiertag und wir sehen uns später wieder. Mensch, Xinlu, naja, lange viel wirst du nicht nachholen müssen. Ich werde hier jetzt nur noch kurz den Weg in Richtung zurückgehen und die Gegner platt machen, damit ich die nicht vergesse. Dann habe ich einen ordentlichen Schluss, wenn ich wieder weitermache. Xinlu, wirklich vielen Dank, dass du dabei warst die Tage. Und wir sehen uns in etwa anderthalb Wochen wieder. Ich wünsche dir, deiner Familie, Freunden und allen, die ihr was bedeuten, schöne Feiertage, schöne Weihnachten, schönes Fest und vor allem, lass es dir gut gehen. Wir sehen uns in, ich schätze, den Donnerstag nach nächster Woche wieder, ja? Hau rein, Xinlu. Bis dann. So. Holen wir uns mal ein paar Skelette ran. Oh, verdammt. Gut, dass der... Es war schade, dass der Xinlu weg ist, aber andererseits kann er nicht mehr mitzählen. Hat er gesagt, kann er, wird er eh nicht machen. Das wäre ihm zu stressig. Mit meinen Zielkünsten. Aber manchmal sind die Skelette auch recht flink, ne? Werde ich ausrichten, Xinlu. Danke. Mana-Pflanzen. Gerne, gerne. Aber wirklich, manche Gebiete haben die schön ausgebaut hier in Risen. Wo an wirklich das... Wer sagt's denn? Ja, ich finde irgendwo so das Feeling zwischen... wo ist der Mana-Trank? Gothic 1.5 ankommt. So nach dem Motto... nicht so riesig und... dicht mit... ausgestaffelt mit den atmosphärischen Aspekten. Wie in Gothic 2. Mit Add-on allerdings. Aber schon... ein bisschen mehr als in Gothic 1 noch, finde ich jedenfalls. Wobei, ich muss sagen, die Geschichte in Gothic 1 mit Abstand für mich, die Hauptstory war die beste Story aller Gothic-Teile. Erzählerisch und spielerisch. Was sammeln wir hier eigentlich die ganze Zeit noch auf? Oh, das sieht aber aus wie eine Höhle. Können wir hier hochspringen? Nee, ich werd verrückt. Da ist eine Höhle, wo wir hochspringen können. Oh, ich sehe es kommen. Und da sind auch Ghule. Tatsächlich, das sind auch wirklich zwei. Oh, das wird noch eine lange Reise hier. Ich sehe es kommen. Oh, verdammt. Ha! Da haben wir nochmal Besuch bekommen. Zum Glück haben wir genügend Mana-Tränke. Das sind aber alle Mana-Tränke, die wir uns jemals geholt haben. Also, wir haben ja die bisher nie verbraucht. Bis auf ein paar Schriftrollen haben wir auch keine einzigen... Oh, ob da noch was Größeres als eine Ghoul kommt? Keine einzigen Zauber gewirkt. Ah, ich glaube mal ganz ehrlich, mittlerweile haben wir genügend Lernpunkte. Ich glaube, das Tiere aus Weiden werde ich doch noch lernen. Weil neben den Siegel lernen und dann Mana erhöhen. Was haben wir denn hier für eine Leiche? Ein Schwert, Grog, Bier und eine Schaufel. Eventuell also ein Wow. War doch noch einen größeren Kollegen. Ach, wisst ihr, ich mach mal die Stachelrate da oben. Ach, das glaube ich nicht. 20... 10 Mana für nichts. Oh, verdammt. Hat er aber grün geblutet? Cooles Detail, ne? Oh, die schönen Nautilus-Panzer immer mitnehmen. Da knacken wir jetzt das Schloss hier. Ach, guck mal, müssen wir gar nicht. Teller und Eile. Ja, Eile könnte uns eventuell wirklich mal hilfreich werden. Da hinten geht's aber weiter. Ich frage mich, wo wir da hinkommen. Aber das ist halt so ein bisschen das Problem gerade, ne? Wir gehen in eine Richtung. Und zwar da diesen, den Weg entlang, wo wir eigentlich, glaube ich, wieder zurück zu dem ersten Schloss hinkommen. Von diesen Vasallenringen dort. Von den alten Kriegsherren. Und da finden wir hier so einen Wasserfall. Was aber auch das Coole an dem Spiel ist... Na, wo bin ich denn hier? Wo wir dann einfach den Weg mal folgen und so eine lange Reise irgendwo in eine Mine oder sowas begehen.
Alter, was zur Hölle ist eine Aschenbestie? Ja, kommt Leute, machen wir das einfach mal. Der Blackwag zählt fleißig mit. Ha! Easy, das Viech. Okay. Das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn, dass wir das umhauen können. Ich meine, normalerweise wäre das jetzt der Punkt, wo wir sagen müssen, ja, okay, da können wir nicht weitermachen. Mein Gott, wie weit geht das denn jetzt hier noch? Ach, das glaube ich nicht. LOL! Hat er uns fast umgehauen, der Alte. Ich habe schon fast das Gefühl, als ob hier noch ein Ghoul ankommt. Die sind aber auch schon fast tot gerade. Wie? Aschebecher! Ganz genau, der Aschebecher. Oh mein Gott! Oh, verdammt. Können die runterspringen? Was ist das denn hier bitte für ein... für eine Ruine? Okay, einen Moment. Trink erstmal einen Heiltrank und nochmal einen Mana-Trank. Na, ob ich den gut platt kriege? Nee, scheinbar nicht. Den kriege ich nicht platt von unten. Guck mal, da geht's vor allem noch weiter, Leute. Hat nicht mal Zeit, aus der Animation rauszukommen. Ach, okay. Wie heftig. Wie weit wir hier kommen, Alter. Was ist mit der Höhle? Kann das sein, dass ich hier schon... Ich glaube, ich bin hier viel zu weit, nicht wahr? Weil hier haben wir schon wieder eine Barriere. Berserker. Was zur Hölle? Aber hier haben wir direkt noch eine Barriere. Insofern können wir hier nicht weiter. Ich glaube, das muss hier für später von der mit der Hauptstory zusammenhängen. Das weiß ich echt nicht mehr. Aber ich nehme auf jeden Fall die ganze Erfahrung und der ganze Zeugs hier schon mal mit. Ist natürlich ein bisschen schade, weil... Ja, wenn ich dann hier jetzt alles schon platt mache, ja, dann habe ich dann später wahrscheinlich keine Viecher mehr, die ich hier noch umhauen soll. Da geht's ins Minental. Haha. Ich wünschte, das wäre zu geil. Ah! Oh, lol. Uiuiuiui. Das wäre jetzt aber knapp gewesen, wenn ich jetzt an dem Stutz verreckt wäre. Das wäre bitter. Das, stell mal vor, dann startet einfach so Gothic 1. Das wäre geil. Na, wo kommen wir denn hier raus? Ach. Ah, das ist eigentlich... Überlebe ich den Sturz? Ah! Da muss ich jetzt meinen eigenen Fail-Counter hochsetzen. Weil, was sind wir? 48. Mein jeter, jeter Gott. Schaffen wir offensichtlich nicht den überleben wir offensichtlich nicht. Ja, bitte nicht spoilern. Das ist gut so, Blackwag. Danke, dass du es nicht tust. Fast schon gone a man los. Na, das muss, da kann ich nicht mitzählen. Komm, machen wir dann, ich weiß nicht, machen wir gleich auf 50. So. Jetzt geht's weiter auf dem Hauptweg. Habe ich mich aber schön vom Weg abbringen lassen, nicht wahr? Alter Schwede, nee. Und das Traurige ist ja irgendwie... Sag mir nicht, ich überlebe den Fall auch nicht. Den Sturz. Na doch, überlebe ich scheinbar schon. Ja, ist schon heftig, dass ich, was ich hier anstellen kann mittlerweile mit Magie-Geschoss auf Stufe 10. Jetzt haben wir hier scheinbar nur noch Stachelratten. Haha.
Willst du mir einen runden 50er gönnen, ja? Ach, guck mal, hier muss ich doch irgendwo bestimmt... Nee, nix! Keine Stelle zum Buddeln hinter den Bäumen. Ach, das ist doch schade, das kann doch nicht sein. Dann nehme ich jedenfalls noch die Heilpflanzen mit. Im Zweifelsfall verkaufe ich die, wenn ich daraus keinen Mana-Trank machen will. Tja. Jetzt bin ich wieder hier beim ersten Turm angelangt. Tolle Sache. Vor allem schöne Aussicht hier oben. Das auf jeden Fall. So, mein Gott. Da haben wir uns aber schön abbringen lassen vom Weg. Ich weiß gar nicht, was ich als nächstes machen soll. Als nächstes, ich glaube, also wenn ich wiederkomme, sollten wir dann wirklich mit zwei Sachen weitermachen. Und zwar zum einen den Wald nördlich von dem Banditenlager lasse ich mir mal für später offen. Ich will jetzt nicht wirklich alles erkunden. Was ich als nächstes wirklich direkt mache, ist, dass ich, glaube ich, zum Osttempel gehe und da ein bisschen mir angucke, was ich denn da so finden kann. Und dann eventuell das mit den Gögern, nicht wahr? So. Das war es jetzt erstmal von meiner Seite. Jetzt gibt es erstmal längere Zeit Sendepause, wobei auf YouTube werdet ihr davon wahrscheinlich nichts merken. Ganz einfach, weil da sollten noch genügend, gucken wir mal, Platten. Weil da noch genügend Folgen übrig sein sollten. So, ich will hier jetzt schön in dieser kleinen Burg, wo ich eingezogen bin, erstmal ein bisschen Pause machen. Und ich sag dann bis zum nächsten Mal, wo wir die nächsten Platten suchen werden. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!